Und damit kommen wir am Ende auf die 255. Warum steht da dreimal hintereinander die 255 und hier die 0? Ja, moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie Subnetting funktioniert. Ja, das leidige Thema, vielleicht lernst du gerade, machst du die Ausbildung zum Fachinformatiker, vielleicht brauchst du das aber auch bei dir gerade in der Firma, vielleicht beschäftigst du dich da auch gerade privat mit. Ja, und Subnetting, Subnetzmaske ist so das leidige Thema für viele Leute, verstehen einfach nicht so ganz, wofür ist das eigentlich. Was eine IP-Adresse ist, weißt du wahrscheinlich. Eine eindeutige Hausnummer im Internet oder auch bei dir zu Hause im Heimnetz. Und jetzt geht's mal zur Subnetzmaske. Ja, zu dem Thema brauchst du Theoriewissen. Wie funktioniert eigentlich Binärrechnung? Also was ist das eigentlich mit Bits und Bytes? Ja, weil wir da gleich mit Bits ein bisschen was zu tun haben. Da empfehle ich dir auf jeden Fall ein anderes Video von mir. Wenn dich das Thema näher interessiert, bitte Bescheid sagen, irgendwie in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal Mühe geben, dir das auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser zu erklären. Oder detaillierter. Ja, jetzt wollen wir mal zum Thema Subnetzmaske kommen. Was ist das eigentlich? Ja, so eine Subnetzmaske ist eigentlich nichts anderes, als dass du deiner Netzwerkkarte, deinem PC erklärst, beziehungsweise mit dieser Maske sagst, was ist der Netzanteil und was ist der Hostanteil. Jetzt denkst du dir, hä? Hostanteil? Netzanteil? Es geht eigentlich immer darum, zu sagen, wie viele Rechner sind hier bei mir im Netz? Also mit wie vielen Clients kann ich hier jetzt rechnen? Das ist für ihn wichtig, damit er weiß, wie die Zahlen sind, wie die IP-Adressen sind, welche Ranges er hat, also welche Bereiche er benutzen kann. Ja, und der andere Teil, das ist immer der Netzteil, der Subnetzteil oder der sogenannte Netzteil. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Theorie hinein. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir so eine IP-Adresse in 4 Blöcke unterteilen. Ja, 1, 2, 3, 4. Und als Beispiel nehme ich gerne in dem Fall die IP-Adresse, die die meisten Leute zu Hause haben. Zumindest ähnlich. Und zwar ist das die 192.168.0.1. Ja, die IP-Adresse ist sehr gängig. Ja, Fritzboxen haben hier teilweise noch eine 178 oder so stehen als Standard. Aber das ist ein sogenanntes Class-C-Netz. Ja, das kann ich dir gerne in einem anderen Video nochmal erklären, was diese Klassen eigentlich bedeuten. Und jetzt geht es eigentlich nur mal darum, eben zu gucken, okay, wir haben 4 verschiedene Bereiche. Und jetzt hast du, wie du das kennst, völlig gang und gäbe, jeder, der zu Hause sich sein eigenes LAN aufbaut, jetzt hast du diese Subnetzmaske, 255, 255, 255 und am Ende die 0. Benutzt jeder, benutzen wir alle seit vielen Jahren, nur ich glaube die meisten, bei mir war das ganz früher natürlich auch irgendwann mal so vor vielen Jahren, die wussten gar nicht, ich wusste das ganz früher auch nicht, wofür ist das eigentlich? Ja, du wusstest immer, ich muss diese Subnetzmaske hier machen, damit ich irgendwie LAN machen kann mit meinen Leuten oder hier zu Hause mit verschiedenen Arbeitsplätzen. Aber der Hintergrund war oft gar nicht ganz klar. Und jetzt will ich dir den Hintergrund mal so ein bisschen erklären. Also, diese Subnetzmaske, die Zahl, die da steht, die darfst du jetzt nicht in den gleichen Topf schmeißen wie die IP-Adresse. Bei einer Subnetzmaske wird das Ganze immer binär gerechnet, also mit Bits. Ja? Ein Bit kann immer nur eine 1 oder eine 0 annehmen. Und in dem Fall ist das so, warum steht da dreimal hintereinander die 255 und hier die 0? Das hängt damit zusammen, dass in dieser Subnetzmaske alle Bits gesetzt sind. Du siehst das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Bits hier sind auf 1 gesetzt. Das gibt, ja, das weißt du, wenn du dich mit Binärrechnung auskennst, die maximale Zahl von 255. Ja, man kann 256 Zustände damit darstellen, aber die maximale Zahl, die damit jetzt darstellbar ist, ist die 255. So, hier sind alle Bits gesetzt, hier sind auch alle 8 Bits gesetzt und hier hinten auch. Entschuldige bitte, dass das so ein bisschen unordentlich aussieht,
Ja, besser ging nicht. Okay, und jetzt siehst du hier, hä, was hat er denn da gemacht? So ein rotes Ding, so einen roten Pfeil irgendwie. Und hier sind jetzt 8 Bits hintereinander auf 0 gesetzt. Genau, also wir haben insgesamt in Summe sind das 32 Bits, das habe ich hier einmal hingeschrieben. 32 Bits, die dafür verwendet werden können, die Subnetzmaske darzustellen oder auch eben die IP-Adresse. So, und diese Bits hier sind zum Beispiel, wie gesagt, das sind 8, nochmal 8, nochmal 8. Das heißt, 24 Bits werden in diesem Fall verwendet für den sogenannten Netzanteil. Ja? Und 8 Bits, die auf 0 stehen, werden dafür genutzt, werden dafür verwendet für den sogenannten Hostanteil. Der Hostanteil ist dafür da, um zu sagen, hey, in diesem letzten Bereich kannst du 254 PCs reinpacken. Ja, dafür ist das gedacht. Genau. Und wir haben also, wie gesagt, 24 für den Netzanteil, 8 für den Hostanteil. Und jetzt stelle ich mir das immer so vor wie so ein Schieberegler. Ja? Dafür musst du Binärrechnung halt kennen. Du musst halt wissen, überall wo die 255 steht, das ist eine 1. Und da wo die 0 steht, das sind halt Nullen. Und jetzt geht es darum, diesen Schieberegler dahin zu verwenden, was du eben möchtest. Also wenn du jetzt überlegst, wir haben 8 Bits, um 254 Rechner in dem Netz zu verwenden. Wenn du gar nicht so viele brauchst, was die meisten Menschen nicht brauchen, ja, außer du bist jetzt in professionelleren Netzen oder auch in Firmen, dann könntest du jetzt sagen, okay, das Netz, das kann auch kleiner sein zum Beispiel. Macht normalerweise keiner, aber das könntest du tun. Dann würdest du diesen Schieberegler hier anfassen und würdest den nach rechts rüber schieben. Ja? Dadurch passiert Folgendes, dieses Bit hier, ja, dieser Schieberegler wandert ein rüber nach rechts und dieses Bit wird hier auch auf 1 gesetzt. Das bedeutet, der Netzanteil wird noch ein Bit größer, also er hat noch eine Informationseinheit mehr, um das Netz größer darzustellen und der Hostanteil wird natürlich dementsprechend richtig kleiner, ne? Weil ich jetzt hier das Bit, was vorher eine 0 war, auf 1 setze. Also die Nullen sind dafür da, um darzustellen, so viele Rechner möchte ich gerne in meinem Netz haben. Und der andere Teil ist für den Netzanteil da. Ne? Und je nachdem, was du brauchst, kannst du dir jetzt diesen Schieberegler, so mache ich das immer, beziehungsweise so stelle ich mir das immer vor, kannst du den Schieberegler nach links oder nach rechts bewegen. Ja? Wenn du jetzt mehrere Hosts haben möchtest, könntest du den Schieberegler auch hierhin bewegen und sagen, okay, pass mal auf, diese ganzen Einsen, die werden jetzt auf 0 gesetzt. Vielleicht kennst du das, wenn die hier auf 0 gesetzt werden, alle, dann ist das folgende Subnetzmaske. Genau. Dann steht da nämlich 255 255 0 0. Vielleicht kennst du das. Dieses Netz kann deutlich mehr Rechner beherbergen. Das bedeutet, nach links, ich habe viel mehr Platz, also ich habe viel mehr Bits oder Informationseinheiten, um mehr Rechner im Netz darstellen zu können. Gehe ich aber nach rechts mit meinem Regler, meinem imaginären Rechner, ja, dann kann ich eben dementsprechend immer weniger Hosts darstellen. Und wie das Ganze von den Bits und Bytes binär dargestellt wird, das kennst du vielleicht, wenn du Bits und Bytes mal gelernt hast mit der sogenannten Wertigkeit. Ja? Also jedes Bit, was du hast, hat immer eine gewisse Wertigkeit. Fangen wir an. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Und in jedem sogenannten Oktett, ja, das ist das wichtige Wort in dem Zusammenhang. Oktett nennt man das, weil 8 Okta 8 Bits hier zur Verfügung stehen. Deswegen nennt man diese Dinger, wo die Bits stehen, Oktette. So, und jede 8 Bits, ja, 8 Bits sagt man auch, das sind 8 Bits sind ein Byte, aber ich will dich jetzt hier nicht verwirren. Jedes Bit hat eine Wertigkeit. Was heißt Wertigkeit? Hier ist natürlich klar, alles ist auf 0. Das bedeutet, die Zahl am Ende für uns, menschenlesbare Zahl in Dezimalzahlenform, ist 0. Wenn aber alle auf 1 gesetzt sind, musst du jeweils die 1, die hier von der Wertigkeit
zugehörig ist, dazu addieren. Das bedeutet, hier steht eine 1. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. Und damit kommen wir am Ende auf die 255. So kannst du dir das selber immer ausrechnen, ja, wenn du Lust hast, das von Hand zu machen. Ja. Ich bin aber der Meinung, lerne einmal, wie das von Hand geht, damit du das später auch verstanden hast, damit du das Prinzip kennst. Ja. Und dann würde ich persönlich immer empfehlen, nimm dir einen Netzrechner. Ja, ich kann dir gerne unter dem Video einen Rechner empfehlen, weiter verlinken. Das ist viel, viel einfacher. Ne? Sagst du, was für eine IP-Adresse, was für eine Subnetzmaske, und der rechnet dir alle Dinge dazu aus. Ja, das ist im Alltag ja gang und gäbe. Kaum jemand macht das noch von Hand. Aber damit du das Prinzip einmal verstanden hast, vielleicht brauchst du das jetzt für eine Arbeit, einmal verstanden zu haben, jedes Bit hat immer eine Wertigkeit. Das ist bei diesem hier genauso. Hier fangen wir genauso wieder an. Dieses ganz rechte Bit hat zum Beispiel die Wertigkeit 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Hier ist es genauso. Ne? Bei dem hier auch und bei dem hier auch. Ja? Und denk immer dran, möchte ich mehrere Hosts haben, also möchte ich mehrere Rechner in meinem Netz haben, mehr als 254, schiebe den Regler nach links rüber. Ja? Und wenn du aber weniger brauchst, schiebe den Regler nach rechts rüber. Wenn du das jetzt aber nur brauchst, um das einmal verstanden zu haben, du brauchst jetzt zu Hause in deinem eigenen LAN, brauchst du jetzt nicht das Netz deutlich kleiner machen. Das macht keiner oder kaum jemand. Ja? Das kannst du machen, musst du aber nicht. Ja? Also du kannst sagen, ich mache dieses Standardnetz, das benutze ich weiterhin, 255, 255, 2550, ja, mit der gängigen IP-Adresse. Du kannst aber auch gerne da mal mit rumprobieren, dass du sagst, hey, ich teste einfach mal, was kann ich da denn jetzt so mitmachen. Ja? Also das war jetzt so der Theorieanteil. Wenn dich das Thema näher interessiert, bitte mal in die Kommentare reinschreiben. Ich mache gerne noch ein weiteres Video dazu, ein fortführendes. Ja? Falls du irgendeine Sache noch nicht so ganz verstanden hast oder noch eine Frage irgendwo zu hast. Ja, wie funktioniert das eigentlich mit den Gateways? Was sind jetzt eigentlich diese verschiedenen Netzklassen, die überall immer benutzt werden? Oder. Wie viele Rechner habe ich effektiv in so einem Subnetz eigentlich drinne? Wieso kann ich das Nullernetz nicht nehmen oder die Nulleradresse nicht nehmen? Warum kann ich die 255 als IP-Adresse nicht nehmen? Und so weiter. Die können wir gerne in einem anderen Video noch machen. Dafür würde ich gerne dein Feedback mal haben. Schreib mir gerne einfach mal rein, wie hat dir das gefallen? Konntest du da ein bisschen was verstehen? War das vielleicht schon zu krass, irgendwie zu weit abgehoben? Wie gesagt, für das Thema ist es wichtig, dass du verstanden hast, wie rechnet man binär, ja, mit Bits und Bytes. Ja, mich würde dein Feedback dazu einfach mal interessieren. Schreib es, wie gesagt, mal in die Kommentare rein. Wenn du irgendwelche Fragen hast, immer her damit. Ja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Ich wünsche dir einen coolen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Dein Christoph.